Ja, es ist mir eine Freude, dass wir heute hier auf unserem Gelände im Gewerbegebiet in Zipsendorf ein Richtfest feiern dürfen. Wir haben nach langem Hin und Her mit Behörden und Beamten endlich den Weg gefunden, für unser Unternehmen eine Lagerhalle und ein Bürogebäude erstellen zu können. Das ist uns in Zukunft für erleichternde Arbeitsabläufe und für unsere Monteure ein Bearbeitungsfeld gibt, was uns in Zukunft für unsere Kundschaft und für unsere Lieferanten positive neue Erkenntnisse bringt. Der Richtbaum steht. Einzig der symbolisch letzte Nagel ist noch zu schlagen. Diese Ehre und Arbeit zugleich hat der Geschäftsführer Frank Bauersachs. Kann. Jetzt hab ich's vergessen. So kräftig wie ein Zimmermann, mit stolz emporgehobenem Blick der Bayernschaft recht viel Glück. Wir bitten Gott, der in Gefahren uns alle Zeit so treu bewahrt, er möchte das Bauwerk hier bewahren. Für Not und Schaden aller Art. Jetzt nehme ich rotes Glas zur Hand. Gefüllt ist es bis an den Rand. Wie sich nur allen Brauch gebührt, wenn so ein Bauwerk ausgeführt. Der erste Schluck der Bauherrschaft. Hoch soll sie leben. Dreimal. Hoch, hoch, hoch. Und noch ein Hoch den Handwerksleuten. Durch deren Kraft der Bauwerk entstand. Hoch. Hoch, hoch, hoch. Vielen Dank an den Zimmermannsmeister für die Richtfestrede. Wir wollen ganz einfach noch ein bisschen gemütlich beieinander bleiben und diesen Tag heute mit etwas Trinken und Essen und ja, mit schönen Gesprächen untereinander ausklingen zu lassen. Also wir stehen hier vor unserer neuen Lagerhalle mit einer Abmessung von 40 x 15 Metern. Wir haben hier ein Pultdach gewählt, um auch in Zukunft mit einer Photovoltaikanlage uns etwas erneuerbare Energie in das Unternehmen zu bringen. In dieser Lagerhalle werden überwiegend Artikel zwischengelagert, die dann später auf der Baustelle von unseren Monteuren eingesetzt werden. In erster Linie sind das Garagentore oder Stahltore und Türen und in zweiter Instanz dann auch Bauelemente aus der Zaunbaubranche. Ich habe mich entschieden, für unsere administrativen Angestellten hier ein Bürogebäude als eingeschossiges Bauelement zu erstellen. In diesem Bürogebäude werden Sanitär- und Waschgelegenheiten für unsere Monteure hergestellt und nebenher noch ein Großraumbüro für unsere Projektleiter sowie eine kleine Ausstellungsfläche, wo wir dann sensible Zaun- und Torelemente dem Kunden nahebringen können. Nach einer langen Genehmigungsphase konnten wir hier im Juni unseren Spatenstich auf diesem Gelände vollführen. Der Baubeginn war also Mitte Juni. Und wir können jetzt auf einen erfolgreichen Bauverlauf zurückblicken, in dem dann für den März ein Umzug geplant ist aus den bisherigen Räumlichkeiten hier auf unser neues Gelände in dem Gewerbegebiet.